Heute gehen wir ins Eisenbahnmuseum. Die Ines ist schon mächtig aufgeregt. Endlich mal wieder Eisenbahn sehen. Wir waren schon im Harz. Da werdet ihr uns demnächst auch nochmal sehen, in der Schmalspurbahn im Harz, wo wir dann auch mal mitfahren und nicht nur super geile Fotos machen. Haben wir natürlich schon Fotos gemacht und natürlich bei der Selfkantbahn von Schierwaldenrath nach Gilrath. Du brauchst gar nicht weggucken. Ich guck, wo wir lang müssen. Irgendwer muss ja mal auch heute, mal gucken, wo wir hin müssen. Du kannst aufgeregt sein und rumhimmeln und ich suche den Weg dabei. Heute gehen wir in Löbau ins Eisenbahnmuseum. Das finde ich da unten. Da hinten. Das hat einmal in der Woche geöffnet, nämlich mittwochs von 9 bis 12 Uhr. Aber wir kriegen netterweise eine Spezialöffnung. Das finde ich sehr, sehr cool. Diese Straße hier heißt schon Maschinenhausstraße und im Maschinenhaus sollen die Loks auch sein. Ne? Ja. Und hier ist aber auch nicht uninteressant eine sehr schöne Distel, die schöne Fraßspuren hat. Und wie gemalt. Ne? Das ist wirklich sensationell, wie die Natur. Wie die Natur das so schön hinkriegt, ne? Ja, wir waren schon auf der Suche nach der Raupe. Ja. Haben aber eine Kellerassel nur gefunden. Ja. Aber immerhin, auch schön. So, hier sind wir jetzt auf der Maschinenhausstraße. So, jetzt gehen wir in das Maschinenhaus rein. In der DDR sind noch Dampfloks gefahren, habe ich gerade hier vom Museumsleiter. Oder ja, ich bin hier Mitarbeiter. Mein Name ist Hans Besser und ich bin derjenige, der dann im Prinzip die Erläuterungen gibt zu dem, was wir jetzt hier sehen. Ja. Genau, und Sie waren früher selber noch bei der Bahn? Ich war früher selber bei der Bahn, schon bei der Eisenbahn gelernt, war Fahrdienstleiter und war dann später in der Folgezeit bei der Bahnpolizei als Ermittler für Unfälle tätig und demzufolge dann also auch meistens dann aktiv, wenn es irgendwo mal daneben ging. Können Sie denn Lok fahren? Also sind Sie auch Lokführer? Ja, wir haben hier im Verein die Möglichkeit erhalten, einen Lehrgang zu besuchen. Wir dürfen die Loks zumindest, die hier im Verein sind, bis zur V60, die da fährt, bedienen. War das auch Ihr Kindheitstraum, mal Lokführer zu werden? Eigentlich nicht. Ich komme aus der Landwirtschaft, ich wollte immer Mähdrescher fahren. Das ging damals nicht. Ging nicht. Es waren keine Lehrstellen da in dem Bereich, da gehe ich zur Bahn. Das ist ja super. Also das Dach hier ist sensationell in Schuss. Sie haben gesagt, Sie haben Sympathisanten in der Region, also ja. Handwerker, Handwerkerinnen, die Ihnen helfen. Ja, genau, die sind da. Und jetzt gehen wir mal zur Dampflok, die hier, Sie haben gesagt, die ist ja im OP, also die wird, die ist krank ein bisschen. Ja, hier also normalerweise verbinden diese Räder die Stangen und die Stangen liegen jetzt hinter uns an der Wand, die haben wir also abbauen müssen. Und diese Stangen, sowohl die Kuppelstangen, die also eine Achse mit der anderen kuppeln, wenn man so will, und die Treibachse, das ist die mittlere, wo der Antrieb aus dem Dampfzylinder direkt auf die Achse wirkt. Die sind also jetzt mal freigelegt worden und wir haben also das Problem, dass hier diese Achse sich erwärmt hat. Und auf dieser Achse sieht man auch eine geringe Vertiefung, eine Unregelmäßigkeit in der Oberfläche, dazu geführt hat, dass sich die Achse bzw. das Lager erwärmt. Und jetzt haben Sie gesagt, in Meiningen können die das reparieren, auch wenn man immer wieder dahin kommt. Ja. Wie funktioniert denn das mit so einer Lok? Ich verstehe das gar nicht. Ruft man da an und sagt, guten Tag, ich habe eine Dampflok und die müsste mal repariert werden? Oder ja, also sinngemäß ist es schon so, dass man sich in irgendeiner Weise mit Meiningen ins Benehmen setzen muss, ob die Kapazität für die Reparatur so einer Lok vorhanden ist. Und wenn die Zusagen kommen, sind dann meistens Terminabsprachen notwendig. Und was natürlich dahinter steht, ist, wie kriegt man die Maschine nach Meiningen? Die ist in der Regel, sind sie ja, wir sagen als Eisenbahner, die sind lauffähig. Das heißt also, die sind auf dem Gleis bewegbar. Mhm. Aber ob sie dann mit eigener Kraft entfernen oder nicht, das kommt dann auf den Allgemeinzustand der Lok an. Und ich meine, es wäre kein Problem, die Lok hinzuschleppen. Aber eine Dampflok zu schleppen, heißt also dann immer, wenn eine kalte Dampflok, die dann also geschleppt wird, dann müsste man die Stangen abbauen. Und wenn die Stange, also zumindest die Treibstange abgebaut ist, kriegen die Achsen Unwucht, weil das Gewicht ja sich verändert. Die sind ja sonst nicht ausgeglichen. Damit ist die Geschwindigkeit reduziert. Und wenn man mit 30 km/h von Löbau nach Meiningen fährt, da ist man also Trago unterwegs. Ist die Bundesbahn vielleicht auch nicht so glücklich, wenn die Gleise dann so besetzt. Das ist ja ein Riesending. Das ist ja der absolute Wahnsinn, wie groß es ist. Das kann man hier auf dem Video gar nicht richtig sehen. Ja. Das ist echt eindrucksvoll. Ne? Mhm. Das ist schon ganz schön groß. Ich meine, wenn man früher am Bahnsteig gestanden hat, stand man einen halben Meter höher. Wobei man auch nie... Und ich sage es mal so, das auch nicht gerade als klein empfunden hat.
Aber hier aus dieser Froschperspektive ist genau. Fühlt man sich wirklich wie ein Frosch. Das, ja. Absoluter Wahnsinn. Das ist schwierig. Und Sie haben gesagt, manchmal muss die auch auseinandergebaut werden, also der Tender muss abgebaut werden, um die zu drehen. Wie funktioniert denn das? Dann kommen Sie einfach mit so riesigen Schlüsseln hier und bauen das auseinander. Ist natürlich schon so schwierig. Der Tender ist mit der Lok gekuppelt unter Spannung. Das ist ja ein, wenn man so will, ein Bestandteil der Lok, der ständig mitfährt, ob vorwärts oder rückwärts. Und unter Spannung heißt also, da ist ein Federdruck ständig vorhanden und dieser Federdruck muss gelöst werden. Bedeutet also, dass man mit einer Hydraulik die Feder zusammendrücken muss, damit die Bolzen frei werden. Dann werden die Bolzen gezogen und dann kann man das wieder auseinanderlassen. Und das Gleiche ist umgedreht auch beim Zusammenbauen. Wow. Also das ist schon ein relativ großer Aufwand. Also wir haben da ein Hydraulikgerät mit einer Pumpe. Das ist also für zwei Männer eine echt kräftezehrende Arbeit. Und ja, das ist natürlich dann, wenn man das täglich machen würde, jetzt um die Lok hier hinzubringen. Erstens ist der Verschleiß extrem hoch und dann ist der Arbeitsaufwand auch in keinem Verhältnis. So dass wir also dann, wenn es kurze Übergänge gibt, wenn die Lok bloß mal kurz zur Ruhe kommt hier, die eben dann draußen abstellen müssen. Und das ist bei so einer Lokomotive eben das Problem, dass auch dann das Material die entsprechende Erscheinung aufweist. Also die soll lieber in einer Halle stehen. Das heißt, es gibt jetzt auch nicht regelmäßig mit dieser Lok Weihnachtsfahrten oder so. Wird im Moment nicht gemacht, weil sie auseinandergebaut ist. Zurzeit geht es nicht. Aber wir sind natürlich darauf aus, die Lok wieder für Sonderfahrten einzusetzen. Und unsere Sympathisanten, unsere Vereinsfreunde, die mit uns unterwegs sind oder überhaupt bloß Reisende, die wieder Dampflok fahren wollen, die schauen natürlich, dass die Lok da vor dem Zug hängt. Verstehe. Und den Zug schottert. Und deswegen wollen wir die auch einsetzen. Jetzt haben wir zurzeit ein paar Fahrten in Planung, die in nächster Zukunft stattfinden und hoffen, bis dahin diesen Mangel bzw. das Problem behoben zu haben. Wir haben Alternativen, wir haben Dieselloks, mit denen wir fahren können, aber der Reisende, der bei uns bucht, der will natürlich die Dampflok vor seinem Zug sehen. Und das wollen wir natürlich auch. Wir wollen ja auch die Fahrzeuge in der Öffentlichkeit zeigen. Und mittlerweile sind wir also zunehmend auch zum Exoten hier in der Region geworden. Es gibt hier zumindest in der Nähe keinen Eisenbahnverein mit Dampfloks. In Cottbus, der Lausitzer Dampflokclub und in Chemnitz laufen noch Dampfloks. Und wir sind mit unserer Baureihe 52 hier in der Region zumindest der Exot. Severn Valleys Railways in England, die haben zum Jubiläum der Königin ihre Lok violett lackiert. Würden Sie die auch mal umlackieren oder bleibt die immer schwarz? Ich denke, da ist wahrscheinlich der Ehrgeiz vorhanden, die Lok so zu lassen, wie sie ist. Ich fand das auch ziemlich crazy, die gesamte Lok violett zu lackieren. Das ist ja wirklich, wirklich völlig irre. Es gibt so Möglichkeiten, wenn man so eine Eisenbahn oder so eine Dampflok privat zum Beispiel betreibt. Man ist natürlich an die Farbe nicht gehalten. Das Original zu erhalten ist so auch der Vereinsstolz. Aber beispielsweise die Baureihe 18, diese Schnellfahrlok, die es in CDDR-Zeiten gegeben hat, die hat man auch in unterschiedlichen Farben schon gesehen. In Grün, in Rot, gegebenenfalls auch anderweitig. Und demzufolge kann man da sicherlich was dran machen, aber hier wird nicht kommen. Diese Lok ist nicht etwa 200 Jahre alt oder 150 oder 100, sondern die ist von 1944 und wurde gebaut, damit sie schnell an die Front fahren kann und hat einige Vorteile. Sie kann im Erzgebirge hier rumfahren, weil sie nicht so schwer ist, haben Sie gerade gesagt. Genau. Ne? Die ist also von der Achslast her gering und demzufolge also auch für die Nebenstrecken ganz gut geeignet. Da sind wir ganz froh drüber, dass das so ist und demzufolge sind also gerade im Erzgebirge die Strecken für uns auch so ein Ziel, wo unsere Leute, also die Reisenden noch gern mitfahren, nach Annaberg beispielsweise, Altenberg. Das sind so Ziele, die gern angenommen werden. Ist ja wunderschön auch, ne? Ja. Klar, da lang zu fahren. Sensationell. Also wirklich ein Wahnsinnsteil, ihr müsst euch das mal angucken. Das glaubt ihr nicht, wie groß das hier wirklich ist. Und hier, das sind keine Dampfloks. Das sind keine Dampfloks, ne? Also das ist zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, wenn die Lok jetzt so stehen bleiben muss und auch bei den nächsten Sonderzugfahrten noch in der Halle steht, haben wir unsere V100 als Diesellokomotive für den Sonderzug, für unsere Sonderzüge. Mit der kann man also auch ganz gut diese Strecken bewältigen. Die Geschwindigkeit der Lok sind 100 km/h, die Dampflok ist maximal 80 und die V100, mit der kann man also auch eine zügige Geschwindigkeit fahren.
Das ist ja immer das Problem, dass wir zwar draußen gesehen werden wollen auf den Strecken, aber die Eisenbahn natürlich dafür sorgt, dass die Strecken auch zügig durchfahren werden. Also wenn wir da mit 20, 30 da draußen rumbummeln, da geht das nicht lange gut. Die ist also auch wunderschön. Es ist ja eigentlich auch, die Formensprache ist einfach total angenehm und schön. Ne? Das macht richtig Spaß, sie anzugucken. Kann man sagen. Also die Form, die animiert auch so ein bisschen mal an so einer Lokanze zu gehen. Und das ist irgendwie weg, das auch das Interesse, was da wohl drin ist, stecken macht. Ja. In Leipzig am Bahnhof steht ja auch eine Lok. Steht die da auch zum Losfahren oder ist die nur zum Angucken da? Wissen Sie es zufällig? Das ist Bahnsteig 21 oder wo das ist, ganz drüber, der 26. Das sind Museumslokomotiven. Da hat teilweise das DB-Museum Loks hingestellt. Die haben also dort eine gewisse Substanz an Fahrzeugen, die nicht mehr betriebsfähig sind, aber die dennoch zum Anschauen hingestellt werden. Und in Leipzig steht zum Beispiel eine E94, weiß ich, Baureihe 52, glaube ich auch. Und das sind also Loks, die man einfach mal sich angucken kann. Einfach zum Angucken. Also das ist nur zum Angucken. Und hier könnt ihr hinkommen und euch mal dann eine schöne Fahrt gönnen. Ja. Sehr, sehr cool. Dann gucken wir uns jetzt mal was näher an. So, jetzt geht's hoch. Ja, jetzt könnt ihr schon sehen, wie hoch das wirklich ist. Da müssen wir erstmal hier. So, jetzt stehen wir oben. Hier wird geheizt. Ja, da liegt schon die Kohle bereit. Das ist die Steinkohle, die uns dann natürlich die entsprechende Hitze bereitet, damit das Wasser zum Kochen kommt. Und das ist richtig, richtig heiß. Also wenn man mal in so einer fahrenden Lok drin ist, als Heizer im Sommer auch noch. Das könnt ihr euch mal angucken bei der Self-Cut-Bahn. Da haben wir das mal gemacht. Da kommt man schwer ins Schwitzen. Ja, genau. Dann haben wir hier, was ist hier in dem Blech? Das ist ein kleines Elf-Kännchen, beziehungsweise Fett-Kännchen. Und dann ist irgendwo mal eine Quietschung. Oder wenn es irgendwo mal quietscht, damit man was zum Nachschmieren hat. Und das ist ja zum Beispiel diese Ölpumpe, die dann für die Zentralschmierung genutzt wird. Die wird also mechanisch angetrieben von der Lok, wie über eine Kurve. Und hier aus diesen Leitungen fließt dann das Öl in den Rahmen bzw. in die Lagerstellen, die für die Achsen der Lok vorgesehen sind. Und 1944 musste man das von Hand zwischendurch dann mal machen? Ja, da war vieles von Hand notwendig. Da sind dann die Personale drunter gegangen oder von der Seite und haben dann ihre Lok entsprechend abgeschmiert, damit sie weitergefahren ist. Gibt es denn hierfür auch noch Ersatzteile, wenn hier mal was kaputt geht? Oder ist das so massiv, dass sowieso nichts kaputt gehen kann? Ja, also es sind natürlich relativ verschleißarm. Die Einrichtungen sind, denke ich, schon so stabil, dass die über lange Zeit halten. Wobei auch wir dafür noch Ersatz hätten, wenn es sein sollte. Also so ein Handrad zum Beispiel für die Pumpen bzw. für die entsprechenden Elemente sind dann schon noch vorhanden. Ja. Und da ist man auch ganz stark dahinter, dass sowas nicht in Schrott gerät, wenn irgendwo eine Lok mal vielleicht außer Betrieb geht, sondern dass es uns erhalten bleibt. Also das ist nicht sozusagen, wie soll ich sagen, die letzte Nutzung, sondern es kommt eine neue Generation, es gibt auch Ersatzteile und das Ganze geht weiter und könnte auch in 50 oder 100 Jahren vielleicht noch laufen. Vielleicht, wäre schön. Das Problem ist eben, dass so eine Lok, wenn sie dann in Betrieb geht, immer eine gewisse Laufzeit hat. Das ist ja ähnlich wie bei Straßenfahrzeugen, der TÜV. Und wenn also eine Lok dann 7 Jahre rum hat, muss der ganze Prozess von vorn beginnen, die Lok auseinanderzubauen, die entsprechenden Teile zu prüfen, gegebenenfalls zu ersetzen oder zu regenerieren und dann wieder zusammenzubauen. Also man muss für die Zeit der Betrieb, für die Betriebszeit auch damit rechnen oder damit leben, dass man das Geld reinbringt, um später mal eine Fortsetzung zu finden. Denn nach 7 Jahren will man ja die Lok nicht abstellen, sondern dann sollte sie schon wieder weiterfahren. Und hier gibt es halt Freiwillige, man kann im Verein Mitglied werden. Ja. Und es gibt die Helferlein, die wir gerade rumschwirren haben sehen, die auch noch ein bisschen mitmachen. Ne? Also hier an den Fahrzeugen sind vor allen Dingen Vereinsmitglieder tätig, die uns da die hier Hand anlegen und die Loks in den entsprechenden Zustand halten. Das sind Techniker, die uns wirklich auch von der Substanz her ganz wichtig sind, weil sie eben mit ihrer Fachkenntnis alles vieles selber machen können. Und Sie haben gesagt, die alten Lokführer, die noch selber auf den Loks gefahren sind, geben das Wissen jetzt auch weiter an die nächste Generation. Ne? Ja, also das ist also schon auch der Ehrgeiz der älteren Generation zu sagen, also wenn wir dann mal nicht mehr können oder nicht mehr dürfen, es ist ja auch bei den Lokführern so, dass da gesundheitliche Eignungen Voraussetzungen sind und im Alter dann lässt dann Sehkraft noch oder das Gehör oder andere kleine Gebrechen, die dann so kommen, die dann den Lokführer einfach sagen, jetzt darfst du nicht mehr. Du könntest zwar noch aus deiner eigenen Sicht, aber der Arzt sagt nur, geht nicht. Tut mir leid, geht leider nicht. Ja. Sehr schön. Sind denn diese Schilder noch auch alt? Weil die sehen so sauber aus. Also das ist alles so gut in Schuss? Oder? Vieles ist natürlich jetzt gerade in der Zeit, wo die Lok in Meiningen gewesen ist, das war ja bis zum Frühjahr der Fall, sind die
behandelt wurden. Also die sind sauber gemacht worden, teilweise auch neu gemacht. Und wir haben also an der Lok auch viel mit Rostschutz bzw. Rostbekämpfung, neue Farbe gearbeitet, damit das wieder schick aussieht. Also man würde niemals glauben, dass die so alt ist. Wirklich nicht. Das ist total, total abgefahren. Ja. Hier sind noch geheimnisvolle Schlüssel. Es gibt ja ein Tresor in der Lok. Das gibt's. Naja, in der Lok gibt es auch relativ wichtige Geheimräumlichkeiten. Die kann man von hier aus gar nicht sehen. Das Problem ist, dass diese Loks, die wir jetzt hier sehen, wenn die rausgehen auf die Strecke, ausgestattet sein müssen mit zum Beispiel Zugfunk, mit den entsprechenden Einrichtungen. Und da hat die Lok mittlerweile auch jetzt hier schon Stellen, die früher bei so einer Lok überhaupt nicht waren. Antenne zum Beispiel, hier oben sehen Sie beispielsweise auch Fächer. Mhm. Da drüben diese Schalteinrichtung bzw. diese elektronischen Einrichtungen, die hier an dieser Lok neu sind, die früher nie da waren. Und da muss man muss noch mal abschließen. Dafür sorgen, dass das auch sicher verwahrt wird. Alles. Ja. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie schwierig das ist, oder was heißt wie schwierig, oder wie, dass man es nicht dauernd machen möchte, den Tender mit der Lok zu verbinden. Mhm. Hier liegt jetzt gerade der Bolzen. Den haben Sie da gerade gefunden. Ja, genau. Und der kommt hier rein, haben Sie gesagt. Der kommt hier unten rein. Wir haben jetzt einen Ersatzbolzen. Und hier, wenn man das sehen kann, ich weiß nicht, ja, doch, draufkriegen. Doch, es ist ein bisschen Licht da, ja. Ja, ich kriege ihn jetzt gar nicht raus. Ja, ja. Das ist der Ersatzbolzen. Wow. Dieser große Bolzen muss dann stattdem da rein. Das heißt also, der Tender muss an die Lok rangepresst werden mit Hydraulik, dass dann die entsprechenden Längen entstehen, beziehungsweise dass die Spannung entstehen. Und wenn die genau reinpassen, dann kann man den Bolzen nach unten lassen. Der wird dann entsprechend auch arretiert, sodass also dann die Lok mit einer relativen Spannung den Tender mitführen kann. Wahnsinn. Vorwärts und rückwärts. Haben Sie eigentlich einen Geheimtipp dafür, wenn man hier jetzt den ganzen Tag auf der Lok war, wie man dann die Wäsche wieder sauber kriegt? Also ich kann mir vorstellen, dass das manchmal ein bisschen schmierig und ölig und voller Kohle ist. Das ist wohl wahr. Also wir haben keine eigene Wäsche, da muss jeder privat sehen, dass er seine Klamotten wieder sauber kriegt. Aber ich denke, solange wie es also nicht total verölt ist, kriegt man das schon hin. Kann man das mit den handelsüblichen Waschmitteln wieder. Also davor braucht man keine Angst zu haben, das ist kein Problem. Ich habe schon gehört, diese Lok kam gerade aus Meiningen zurück und dort gibt es, das gehört aber zur Deutschen Bahn, das ist kein Verein, und dort gibt es halt mindestens einen Menschen, der sich sehr gut mit Dampfloks auskennt, wahrscheinlich auch mehrere, aber die sind nicht nur für Deutschland zuständig, sondern auch für andere Länder. Genau, also das ist alles, was auf der Regelspur fährt, das ist also so, dass Meiningen ein Dampflok-BW ist für Regelspurfahrzeuge, das heißt also für die Spurweiten, die hier gängig sind, und das ist die Regelspur 1435 mm. Schmalspurlokomotiven beispielsweise, die müssten dann separat hingefahren werden, und alle anderen deutschen, also europäischen Eisenbahnen haben ja in der Regel diese Regelspurweite, sodass die also da. Das heißt Sie haben gerade gesagt Niederlande, Schweiz, ja, Österreich, Deutschland, ja, was mit Tschechische Republik, Polen und so weiter? Das wäre auch denkbar, dass die da hin können, das kommt darauf an, in welchem Umfang die dort ihre Leistungen in Meiningen erhalten. Das ist, wäre jetzt die Frage, was die da wollen. Russland wäre ein Problem, die haben eine andere Spurweite, ne, wenn ich mich recht Breitspur, erinnere. Breitspur. Da wird es dann schwierig, aber ich denke, die haben auch noch eigene Möglichkeiten. Da gibt es ja auch noch heute wahrscheinlich auch Vereine oder irgendwelche Interessengemeinschaften, die mit Dampfloks hantieren. Wenn ihr das wisst, wie das in Osteuropa, Russland und so weiter ist, oder vielleicht sogar China oder sowas, postet das mal hier drunter. Ihr erinnert euch, hier hinten die Kohle, die hier so schön glitzert, die erzeugt ja Hitze und dann wird Wasserdampf damit erzeugt. Aber das Wasser muss irgendwo herkommen. Und Sie haben eine Möglichkeit gefunden, auch wenn es keine traditionellen Möglichkeiten mehr gibt, doch noch Hilfe zu finden. Ja, die Feuerwehren sind teilweise diejenigen, die uns dann an den Bahnhöfen erwarten mit ihren Tanklichtfahrzeugen und dann das Wasser aus den Fahrzeugen in den Tender pumpen, damit man weiter Wasser kochen kann. Das finden die wahrscheinlich ziemlich cool, oder, die Feuerwehrleute? Wie viel Wasser ist dann so, von wie viel Wasser reden wir da? Das sind 30.000 Liter, die da reinpassen, und das ist natürlich schon eine Menge Wasser, die die Feuerwehren da reinbringen sollen. Ne? Ja. Also sehr, sehr gut, liebe Feuerwehr, Frauen und Männer, Dankeschön, weiter so. Dieses Schild, was ihr da seht, ist ernst gemeint, aber nicht, weil etwa Menschen Wasser klauen aus stillstehenden Loks, sondern aus einem anderen Grund. Ja, einfach aus dem Grund, dass der Kessel, wenn er betrieben wird und erhitzt wird, dass der Kesselstein sich in Grenzen hält, sodass also die Rohre, die in den Kessel dann mit Wasser befüllt werden, nach einer gewissen Zeit zugesetzt sind, weil einfach die ganz normale Reaktion des Wassers bei Erhitzung dazu führen würde. Und demzufolge ist also ein Kesselstein reduzierendes Substrat, was zugeführt wird, und das ist
dafür da, dass man sagen, also trinken kann man es nicht. Was ist das denn? Essigsäure oder Zitronensäure? Oder irgendwas das ist, auf alle Fälle ist es ein Granulat, aber was konkret drin ist, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Postet es hier drunter, manche von euch wissen es garantiert. Jetzt wird es besonders spannend. Auf einer Diesellok war ich überhaupt noch nie. Also auf einer Dampflok schon, aber auf einer Diesellok noch gar nicht. Die ist auch höher als man meint. So, ich kraxel mal mit euch hoch hier. Ja, es sind 6 Stufen, die man da aha. So, die sieht jetzt schon eigentlich recht modern aus. Sogar richtig modern hier mit ganz coolen Sitzen und so. Ja. Gibt's eigentlich Dampfloks mit Sitzen vorne im Führerstand oder hat es das noch nie gegeben? Naja, der Lokführer hat schon die Möglichkeit, sich von seiner senkrechten Haltung auf den Sitz niederzulassen, aber so richtig sitzen kann, wird man da nicht. Man steht meistens dann an der Seite, damit man was sieht. Also diese Sitze sind bei der Dampflok mehr oder weniger bloß mal zum Ausruhen für eine kurze Zeit. Ansonsten ist also da auch die Lok selber gar nicht geeignet. Das ist alles relativ weit weg voneinander entfernt. Man muss also hinlaufen, wenn man so will, oder zumindest hingreifen. Ja. Und bei der Diesellok, man sieht es also deutlich, da ist ein Führerstand entstanden, der für den Lokführer eine relativ bequeme Arbeitshaltung mitbringt. Und alle die Instrumente, die er braucht für die Bedienung der Lok, hat er also in greifbarer Nähe. Er muss also nicht auf der Lok umherlaufen. Ist die auch lauffähig hier, diese Lok? Also die, wenn man so will, lauffähig, die hatten den Begriff ja gesagt, ja, aber betriebsfähig nicht. Lauffähig heißt, die rollt, man kann mit der Lok hin und her rollen, aber die eigene Kraft fehlt noch hinten, dass die Aggregate sind 2 Dieselmotoren drin, die sind also gegenwärtig nicht mehr in Betrieb und die sind für die Zukunft vorgesehen, in Betrieb zu nehmen, indem wir als Verein mit unseren, sag mal so, Mitteln, die wir hier haben, die Motoren wieder instand setzen und dann auch diese Lok irgendwann mal wieder auf der Strecke unterwegs ist, wenn sie die entsprechende Zulassung erhält. Wann soll das sein, wenn es klappt? Wenn es klappt, 5-6 Jahre vielleicht. Ja. Also wir müssen immer davon ausgehen, dass diese Lok ja irgendwann auch vielleicht mal einfach aus Substanzgründen nicht mehr instandsetzungswürdig ist, weil man einfach sagt, der Aufwand ist so hoch und da müssen wir Alternativen finden. Jetzt haben wir gegenwärtig diese Lok. Und diese Lok, wo wir jetzt drauf sind, die Baureihe 180, damals DDR-Zeiten, die wird also dann vielleicht später mal den Ersatz bringen, wenn die Lok nicht mehr fahren darf. Verstehe. So, das sieht jetzt so wirklich aus, wie man das auch noch kennt. Wenn man Bahn fährt, kann man manchmal heute auch noch so große Anzeigen sehen und sowas. Das ist faszinierend. Was man allerdings nicht mehr so sieht, sind so riesige Schalter hier. Was ist denn das für ein riesiger Hebel? Sieht groß aus. Also das sind hier auf der rechten Seite unmittelbar an den vorm Fenster sind die Bremsen, die die Lok besitzt. Das ist also das Führer- oder das Hilfsbremsventil, was die Lok nur allein bremst. Wenn man also hier betätigt, wird nur die Lok gebremst. Aber da natürlich der Zug mit seinen bis zu 2000 Tonnen oder ähnliches da hinten dran hängt, ist es notwendig, den Zug mitzubremsen. Und das ist das Führerbremsventil. Der große Kasten sorgt also dafür, dass bei der Bremsung oder beim Bremsen oder Verzögern der Fahrt jeder einzelne Wagen da hinten dran hängt und eine Bremse besitzt, die Bremse mit angesprochen wird. Und dann zufolge also auch die Gewähr gegeben ist, dass der Zug zumindest in einer angemessenen Streckenlänge dann zum Stehen kommt. Das sollte man vielleicht noch kurz erklären, weil Sie gerade was mit Luft gesagt haben. Die Bremsen funktionieren mit Luft, ne? Ist Druckluft, das richtig? Druckluft. Ja, also hier sind ein Hauptluftbehälter wird hier ist hier da und der wird also mit 7 Bar befüllt und die Bremsen selber im Hilfsluftbehälter haben 5 Bar. Der Hilfsluftbehälter wird ständig mit Druckluft versorgt und wenn die Bremse angesprochen wird, wird aus diesem Hilfsluftbehälter über ein Steuerventil auf den Bremszylinder der entsprechende Druck ausgeübt und demzufolge kann man also auch von hier aus die Bremse dosieren. Das Einzige, wenn also der Druck nicht mehr dosiert werden kann, ist dann bei einer Notbremsung bzw. Gefahrenbremsung, da wirken also diese 5 Bar aus dem Hilfsluftbehälter in Bremszylinder auf die Bremsen und in der Regel kommt es zur Blockage, also das heißt zum Stillstand. Ist das auch, was Passagiere machen können als Notbremsung? Ja, genau. Der Passagier macht das, was der Lokführer hier im Notfall gegebenenfalls auch tun müsste. Das Ziehen der Notbremse bedeutet also aus der Hauptluftleitung, die auch mit den entsprechenden 7 Bar gefüllt ist, wird der gesamte Luftdruck entfernt und demzufolge fließt dann die Luft aus dem Hilfsluftbehälter im vollen Umfang auf die Bremse. Das ist also, wenn der Notbremse gezogen wird, dann kann der Zug nur noch
mit voller Kraft zum Stehen gebracht werden. Dann gibt es keine Dosierung hier, der Lokführer die machen könnte. Das ist eigentlich schon schade, weil die Notbremsung auch immer dafür sorgen soll, dass der Zug so schnell wie möglich zum Stehen kommt. Notbremsen heißt Räder blockieren. Und wenn Räder blockieren, das wird wie bei der Schlittenfahrt. Die Bremswirkung ist geringer, als wenn man das dosieren kann, dass die Räder gerade noch rollen. Und stark abgebremst werden. Beim Auto gibt es ja auch ABS, ne, wurde irgendwann eingeführt. Also die modernen Reisezugwagen haben sowas wie eine Anti-Schlupfregelung, aber das ist also oder Anti-Blockiersystem. Ja, bei der Straßenbahn gibt es ja noch, bei alten Straßenbahnen auch noch Sand, der dann auch einfach rausgeworfen wird. Das habe ich auch noch gesehen. Ja, bei den Loks gibt es das auch. Wir haben also hier einen Sandbehälter drin, wo die Lokachse, die vor allen Dingen angetriebene Lokachse, mit Sand versorgt wird, wenn es dann zu glätschig wird auf den Schienen, gerade im Herbst oder im Winter, Halbjahr oder in der Jahreszeit so um den 0 Grad. Da ist das schon ganz praktisch. Ja, aber für die Wagen nicht. Das gibt es also nur für die angetriebenen Fahrzeuge, für Lokomotiven. Ja, genau. Bei dieser schönen Lok, wenn man hier Lokführer, Lokführerin ist, kann man wenigstens nach vorne gucken. Und da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das haben Sie gerade richtig gesagt. Bei der Dampflok guckt man immer zur Seite und wenn die Lok eine Kurve macht, sieht man eigentlich auch dann eventuell gar nichts. Genau, ne? Das ist der Kessel dann, wenn man so will, das Sichthindernis nach vorne. Und da kann sich der Lokführer nur darauf verlassen, dass sich jeder andere um die Eisenbahn herum klar ist, dass man also Eisenbahngleise nicht betreten darf. In der Zukunft sowieso nicht, aber ansonsten auch diese Gleise meiden muss. Ja, ich würde sie auch sonst meiden, gerade bei den ICEs heutzutage, das unterschätzen die Leute extrem. Genau. Da gibt es immer wieder mal Unfälle leider. Das ist wirklich sehr dramatisch. Ist es so, also das ist auch für die Lokführer ein dramatisches Ereignis, wenn sie also mit ihrer Lok Personenschäden verursachen. Na klar. Ja, er kann da nichts machen, er sitzt da und ist machtlos, wenn da einer vom Zug springt oder sich auf dem Gleis bewegt und so eine Masse von 2000 Tonnen innerhalb von 10 Metern zu stehen zu bringen, das geht wohl nicht. Ach ja, Sie haben ja früher auch bei der Sicherung gearbeitet, das heißt, Sie hatten damit zu tun. Ne? Ja, klar. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal den Motor an. Beim Intercity Express ist ja nur so ein ganz kleines Abteil vorne für den Fahrer oder die Fahrerin, aber das ist ja anders. Stopp, keine Durchfahrt. Jetzt gehen wir in den Maschinenraum. Jetzt könnt ihr den mal sehen. Der Ton verändert sich auch schon. Das ist einer von den beiden Motoren. Das sind die ersten 12 Zylinder Dieselmotor. Und in der zweiten Hälfte der Lok, also im hinteren Teil, ist der zweite Motor angebracht. Da wird also beide Motoren dienen dem Vortrieb, dem Antrieb, und die werden dann in der Mitte über das Getriebe auf die Achsen, also wird die Kraft dann gelenkt. Und wo sind die Motoren heutzutage beim ICE? Warum sieht man die nicht mehr? Das sind teilweise Unterflurmotoren, und ICEs sind ja elektrisch getriebene Fahrzeuge, und da sind die Elektromotoren direkt an den Achsen. Mhm. Die sind auf den Achsen aufgebracht und die treiben also dann die Achsen in den Drehgestellen an, und demzufolge sieht man da also nicht allzu viel. Und das ist natürlich eine platzsparende Angelegenheit. Genau, hier muss immer die lange Lok mit den vielen Teilen vorher fahren. Drüber ist der Turbogenerator, der also dann die Abgase dann noch entsprechend verwandelt. Und hier unten sind die Teile, hier ist Zylinderkopf, wenn man so will, die mit den entsprechenden Einspritzdüsen drauf, und dann sind die V-förmig angeordnet, von der anderen Seite genauso schräg Richtung Kurbelwelle, und die Kurbelwelle wird dann entsprechend in der Mitte gelagert und überträgt dann ihre Kraft, also ihre Drehkraft, auf das Getriebe. Das ist ein Öldruckgetriebe, also hydraulisch getrieben, und das wird dann gesteuert über die Drehzahl bzw. automatisch gesteuert in den entsprechenden Fahrstufen. Wie ist das denn mit den Abgasen eigentlich? Heutzutage sind doch eigentlich Abgase sehr stark geregelt, und die Dampflok oder zumindest die Diesellok, die pusten ja wahrscheinlich auch einiges raus. Gibt es da eine Sondergenehmigung, so wie für Oldtimer? Also bei der Dampflok gibt es lediglich einen Filter, der da dran ist, der dafür sorgt, dass die Schwebstoffe oder die Schadstoffe, die in dem Abdampf drin sind, also sowohl im Wasserdampf als auch in dem Kohlenrauch, wenn man so will, der da entsteht, zurückgehalten werden, damit keine Schäden entstehen. Aber ansonsten ist das eine automatische Sondergenehmigung. Eine Dampflok kann man anders nicht steuern. Ja. Denn wenn man dort im Abdampf irgendwelche Reduzierung vornehmen würde, dann müsste man ja den Dampfdruck oder den Abdampf in irgendeiner Weise reduzieren. Und das wird nicht gehen. Aber bei den Dieselloks ist es so, dass hier entsprechend auch Filter eingebaut werden. Und hier in Betriebnahme der Diesellok wird natürlich auch werden die Abgase getestet, gecheckt. Und dann muss man schon damit leben, dass es eventuell auch noch Probleme gibt
wenn sie dann zu schadstoffreich sind, dass sie eingestellt werden und dann sofort wieder betrieben werden dürfen. Okay. Na? Also das wird doch spannend. Drückt dieser schönen Lok die Daumen, dass sie in ein paar Jahren in Betrieb gehen kann. So, mit der Diesellok, da muss man nicht ständig anhalten und die Feuerwehr muss auch kein Wasser reinfüllen, sondern da kann man mehrere Tage wahrscheinlich mit den Tankfüllungen fahren. Kann man, ja. Und hier ist noch ein geheimer Knopf, der SIFA-Knopf. Was ist denn der SIFA-Knopf? SIFA heißt Sicherheitsvorschaltung. Das ist eigentlich der Knopf, der den zweiten Mann, der auf so einer Diesellok normalerweise hier sitzt, ersetzt. Der zweite Mann war dafür, die Sicherheit, der Lok Fahrer bzw. der Lokführer zu gewährleisten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass immer eine betriebs- oder reaktionsfähige Person da ist. Und diese SIFA hat also dafür gesorgt, dass der Lokführer überwacht wird in seiner Funktion. Also als Mensch ist er noch da, schläft er, reagiert er entsprechend. Und die SIFA ist also unter anderem zu bedienen, innerhalb einer gewissen Zeit durch Knopfdruck zu signalisieren, der Lok, hier bin ich reagiere, ich gebe dir ein Zeichen, dass ich noch da bin. Und wenn der Lokführer aus dem Grund, den man vielleicht aus ganz normalen menschlichen Gründen sagen kann, ihm ist schlecht geworden, er ist umgefallen, Kreislaufstörung oder anderweitig und diese Bedienung fällt aus, das heißt also findet nicht statt, dann reagiert die Lok zunächst mit dem akustischen Signal, indem sie dann sagt, hallo, was ist hier los? Und wenn auch dann keine Reaktion kommt, dann erfolgt das, was ich am Anfang gesagt habe, die sogenannte Schnellbremsung und der Zug wird zum Stehen gebracht. Und damit ist dann der höchste Grad der Sicherheit erreicht, wenn der Zug steht. Und früher sind tatsächlich zwei Leute mitgefahren auf der Lok. Ja, das war also hier der Lokführerplatz und das ist der Platz für den sogenannten Beimann. Und der Beimann musste mit dem Lokführer gemeinsam die Funktion des Zuges sichern. Da war natürlich, wenn man so will, immer so ein Sicherheitspunkt, wenn der Lokführer wirklich mal wäre ausgefallen, dann hätte er den Zug zum Stehen bringen können. Mhm. Das hätte er dann machen. Aber es ist nicht wie beim Co-Pilot im Flugzeug, der hat also nicht die komplette doppelte Armatur. Da. Das ist nicht der Fall. Das war auch nicht gewollt. Das Lokführer sollte schon seine Aufgabe hier wahrnehmen. Und der Mann hier drüben war also dafür da, die Strecke mit zu beobachten, Signale anzusprechen. Das war früher auch gang und gäbe, dass man sich untereinander auf der Lok, so wie es über den Dampflok gemacht wird, wenn man auf ein Signal zufährt, dass beide gesagt haben, was das Signalbild zeigt. Also einfahrtfrei, Vorsignal, Warnstellung oder Bahnübergang gesichert. Das wurde laut gesagt, sodass der andere das auch gehört hat und das wiederholt hat. Sodass beide wussten, aha, hast es geschnallt. So, na? Sehr, sehr gut. Ja. Könnt ihr auch in dem Film über den Flugzeugabsturz auf dem Hudson River, könnt ihr das auch sehen? Da reden die auch ganz kurz miteinander, die beiden Piloten, weil sie eben den anderen fragen wollen, okay, was denkst du jetzt dazu? Ja. Also zwei Menschen sind in dem Fall hilfreich. Ja, genau. Und verderben nicht den Brei, sondern zwei Köche sind gut. Ja. Diese Lok könnte direkt losfahren. Die ist nicht nur lauffähig, die ist auch betriebsfähig. Hier ganz liebevoll abgedeckt mit einem Tüchlein. Und die hat, das konnte man vorher bei der Lok nicht sehen, weil wir es euch nicht gezeigt haben. Wenn man durch den Motorenraum durchgeht, ist derselbe Führerstand nochmal da. Aber hier ist das offenbar beides im selben Raum. Sehe ich das richtig? Das ist der Führerstand für beide Richtungen in einem Raum, wenn man so will, oder in einer Kanzel vereint. Die Lok hat also auf der einen Seite den Motor und auf der anderen Seite das Getriebe und die entsprechenden Aggregate wie Lichtmaschine oder Kompressor. Und in der Mitte ist der Führerstand für den Lokführer, der also dann bei Fahrtrichtungswechsel auch den Führerstand wechseln muss, genau, sodass er immer nach vorne schaut. So, diese beiden Hebel kennen wir vielleicht schon. Das vermute ich mal, sind wieder die Bremsen. Das ist das Hilfsbremsventil und das Führerbremsventil. Genau. Also da gibt es also auch Ähnlichkeiten. Ja. Trotzdem muss man für jede Lok nochmal natürlich sich eigens einarbeiten. Ne? Das genau. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie für Kinder auch Führungen machen. Mhm. Was denken denn die Kinder, wenn die jetzt auf so einer, sagen wir mal, Diesel- oder Dampflok sind? Was fragen die denn dann? Ist das für die so wie gar nichts mehr Wirkliches? Oder, ja, ist schon die große Frage. Was ist denn das alles hier? Was sollen die ganzen Hebel? Was muss man damit machen? Denn in der heutigen Zeit, auch beim Auto und so weiter, wird das ja auf ein Minimum reduziert. Bedienelemente werden teilweise kompensiert bzw. ersetzt durch Elektronik oder Elektrotechnik oder Computertechnik. Und hier hat man jedes einzelne Bedienteil noch. Und da werden natürlich viele Fragen gestellt. Was macht man denn damit? Und warum geht denn das so? Und was ist denn das Lenkrad? Wirklich? Ich denke, man kann ja gar nicht lenken. Und ach so. Ja, das stimmt. Das ist natürlich bei solchen Lokomotiven immer dann die große Frage, wieso kann man eine Lok lenken? Geht das schwer? Aber das
ist eigentlich eine schlaue Frage für eine Kinderfrage. Ne? Sehr, sehr gut. Genau. Und das sind dann so Fragen, mit denen Kindern kommen. Und es ist tatsächlich so, dass also viele Kinder auch schon sehr stark in das Interne hineindringen und dann den Hintergrund wissen wollen, warum ist denn das so? Warum macht man denn das? Und deswegen sind also Führungen mit Kindern, die auch technisch ein bisschen interessiert sind, für uns auch sehr interessant, weil man auch mit Fragen konfrontiert wird, die man selber überhaupt noch nie gestellt hat. Kann ich auch bestätigen. Also Kinderfragen sollte man echt immer ernst nehmen, immer, weil die sind sehr interessant. Jetzt aber, wozu ist denn das Lenkrad da? Ja, wozu ist das Lenkrad da? Das ist der Fahrstufenregler für den Lokführer. Der Lokführer hat also mit diesem Lenkrad die Möglichkeit, die Drehzahl des Motors zu verändern. Und mit je höher die Drehzahl ist, desto mehr Kraft wird dann also von dem Getriebe auf die Räder übertragen. Das heißt also, die Lok hat genauso wie die große Diesellok, die Baureihe 180, ein pneumatisches Getriebe. Das heißt also, die Motorkraft wird auf ein Strömungsgetriebe übertragen und das Strömungsgetriebe überträgt dann durch Öldruck, der ständig höher wird, die Kraft auf den entsprechenden Antrieb und dann über einen entsprechenden mechanischen Antrieb, also über Gelenkwellen auf die Achsen. Also da kann man die Geschwindigkeit sozusagen steuern. Über die Geschwindigkeit gesteuert. Ne? Und Sie sehen ja selber, hier haben wir die Maximalgeschwindigkeit, die man haben kann. Und wenn der das bis hinten aufdreht, das könnte er theoretisch. Ein Lokführer macht das natürlich nicht, weil es nicht gut ist. Aber im Stand auf die höchste Fahrstufe und dann kann er warten, bis die Lok die 100 km/h erreicht hat. Allerdings muss man vorher, haben Sie gerade gesagt, 2 Stunden lang den Motor erstmal warm werden lassen. Ja, bevor man hier losfährt, also ein Dieselmotor in der Größe kalt zu starten, ist für den Dieselmotor schädlich. Ja. Deswegen wird er also erwärmt, wird eine gewisse minimale, also Mindestbetriebstemperatur erzielt, indem das Kühlwasser bzw. die entsprechenden Medien, Öl erhitzt wird. Und wenn das der Fall ist, dann kann man den Motor starten und dann geht es auch schon los. Und hier kann man auch in beide Richtungen was sehen. Also da muss man sich nicht seitlich rauslehnen, sondern das ist hier auch ein Modell, wo man sehen kann. Ja, hier hat man noch die sogenannte Schnauze drauf. Aber das ist nicht so viel wie der Kessel bei der Dampflok. Ne? Also kann man schon nach vorn ganz gut schauen. Und der Lokführer hat also auch hier einen relativ bequemen Arbeitsplatz und kann dann mit seiner Lok ganz gut umgehen. No. Im Winter wird es hier kalt oder warm? Also ist es hier warm, weil sehr viel Wärme erzeugt wird? Oder ist es nee, kalt? Es wäre kalt, wenn man im Winter nicht dafür sorgen würde, dass zusätzlich Wärme entsteht. Und da gibt es neben dem Lokführer unterhalb des Fensters Heizkörper. Ein Heizlüfter ist hier unten. Damit der Lokführer hier links und rechts sieht man es. Also auch einen relativ warmen Arbeitsplatz hat. Ansonsten, der Motor erzeugt natürlich Wärme. Wir haben also auf der Lok auch eine Dampfheizung für den Betrieb von Zügen, die mit Dampfheizung betrieben werden. Es gibt einen Heizkessel hier drin. Aber für den Führerstand sind tatsächlich nur die beiden Heizungen zuständig. Und eine dicke Jacke vielleicht manchmal auch. Ne? Ja, genau. Das wäre auch ganz gut. Und der Lokführer wird natürlich hier auch sehr häufig das Fenster aufmachen. Gerade jetzt in der Zeit, wo man rausgucken kann, da sind die Fenster offen. Man sieht es ja vielleicht auch häufig, wenn Loks dieser Baureihe vorbeifahren, da lümmelt, mit meinen Worten gesagt, der Lokführer aus dem Fenster. Ja klar, ist ja klar. Ellbogen raus, zack, ja, genau, ist ja wohl klar. Genau. Hat dann sein Windabweiser vor sich, dass er einigermaßen geschützt ist und dann kann er rausschauen. Ne? Wenn ihr mal einen ganzen Tag mit einerseits Modellbau-Eisenbahn, hier aber auch um die Ecke und diesen ganzen schönen Sachen, die wir euch jetzt hier gerade ein bisschen vorgestellt haben, erleben wollt, dann könnt ihr, wann ist das immer, Ende Mai? Das ist nicht das zweite Maiwochenende. Am zweiten Wochenende im Mai finden bei uns die Maschinenhaustage statt und dort sind also Tür und Tor für unsere Gäste geöffnet und wir bieten also alles das, was den Verein betrifft, unseren Gästen an und freuen uns über jeden Besucher. Und ihr dürft auch mitfahren. Ne? Ja. Und man kann sich auch den Katastrophenwagen angucken. Ist ja aus der DDR noch? Und, oder? Ja, genau. Das ist ein Wagen, der also früher verwendet wurde bei Havarien oder bei Eisenbahnunfällen oder Naturkatastrophen, wenn es darum ging, Personen medizinisch zu behandeln. Das ist so ein also da ist auf jeden Fall was los. Was zu essen und trinken gibt es wahrscheinlich auch. Gibt's auch. Das ist kein Problem. Essen und trinken gibt's, gibt eine Tombola, es gibt also Musik und naja, alles das, was für einen schönen Tag gebraucht wird. Also kommt mal hier vorbei. Ihr seht, das ist ja wirklich, wirklich absolut traumhaft und ein bisschen abgelegener als woanders. Also wenn ihr aus dem Rest Europas kommt, könnt ihr euch auch mal eine sehr, sehr, sehr schöne Region angucken, wo es auch noch ein paar Pflanzen und Tiere gibt und noch nicht alles schon zugebaut ist. Ja, und die Zittauer Schmalspurbahn ist auf alle Fälle auch eine Reise wert, muss man sagen. Ja. Da hat man den Eisenbahnbezug, Dampflok. Na? Ihr dachtet, es wäre vorbei. Fast. Hier, das müsst ihr aber dann selber mal erforschen, wenn ihr vorbeikommt. Hier sind zwei kleine Loks. Die eine hier, die ist so. Die hat Emil. Das ist unser Emil, ja. Ein Akkuschlepper. Genau, das können wir direkt mal. Also,
habe ich gelernt. Akku, Schleppfahrzeug, volkseigener Betrieb und jetzt hänge ich. Energiekombinat Dresden, Heizwerk Meißen. Und den haben Sie auseinandergebaut, weil er nicht mehr funktioniert hat und vorher ein Gurken- und Tomatenbeet da drin war. Ja, genau. Und dann jetzt läuft er wieder. Jetzt läuft er wieder, ja. Der macht also genau das, was er soll. Der ist dazu da, hier im Betriebsgelände des Maschinenhauses, Fahrzeuge von A nach B zu bewegen. Es ist also nicht Strecken zugelassen, das ist keine Lokomotive in dem eigentlichen Sinne, sondern ein Arbeitsgerät. Arbeitsgerät. Eine Lok ist natürlich auch ein Arbeitsgerät, aber es ist ein kleines. Und da drüben steht auch noch eine kleine Lok, die auch so eine ähnliche Funktion hat. Die ist von, haben Sie gesagt, 1936. Und von wann ist die hier? Die sieht ein bisschen moderner aus. Die ist, ja, genaues Baujahr. Also ich glaube, 69 ist die gebaut. Die ist also noch bis zu DDR-Zeit noch in großer Stückzahl gebaut worden. Und die hat also auch so ungefähr die Zeit noch seit, was sagen wir mal, 1970. Nochmal, Kinder sind willkommen, wenn hier Tage der offenen Tür sind oder wenn ihr eine Führung machen wollt, vorher eine E-Mail schreiben oder anrufen oder sowas, dann könnt ihr eine Führung buchen und dann dürft ihr wirklich auch mitfahren. Also wir erwarten, oder das Team erwartet euch. Wir freuen uns über jeden Gast. So, jetzt aber wirklich. Tschüss. Ciao.